Ja, was ist eigentlich das Besondere, mit den Lamas unterwegs zu sein, vor allem am Pilgern? Ja, ich meine, du hast es selber kennengelernt. Das Besondere mit den Tieren unterwegs zu sein, ist auch, dass man die Natur und das Gehen nur viel deutlicher wahrnimmt, weil man sich auf das Tempo von den Lama einstellen muss. Die geben das vor und da sind wir wirklich viel langsamer wie in echt. Das ist das Besondere. Ja, und dann in Gemeinschaft gehen ist natürlich auch nur mal was anderes als ganz alleine. Ja, und warum eigentlich Lamas und kein Esel? Weil das würde ja auch gehen, oder? Ja, also ich finde Esel persönlich super. Mir gefallen die so gut. Wir haben es auch schon ausprobiert, aber die Lamas haben einfach ein anderes Wesen. Du musst dir vorstellen, der Esel hat den Kopf hinunter und genauso auch seine Füße auf Mutter Erde und trottelt so dahin. Und die Lamas mit ihren langen Hals, fast wie eine Giraffen, die sind so luftig und leicht und machen eher so einen leichtfüßigen Eindruck. Ja, wie lange dauert es das eigentlich, dass da so ein, bis ein Lama einfach so weit ist, dass das einen Rucksack tragen kann, bis das mit einem mitgeht? Was sind da so die Erfahrungen? Wie funktioniert das eigentlich? Ja, mal bis mitgeht. Wir haben ja jetzt eine Fohlen dabei, die geht schon mit 4 Monaten mit. Aber das ist halt nicht das Mitgehen, was du wahrscheinlich meinst. Es dauert schon eine gewisse Zeit, bis wir es so weit haben, dass an der Leine gängen, dass das tun, was wir wollen. Aber für einen Menschen, der es in die Hand kriegt und das erste Mal die Leine führt, geht das von jetzt auf gleich. Du Elisabeth, wie schaut das eigentlich aus? Was kann man den Lamas zumuten? Wie viel Gewicht können die tragen? Und wie weit können die überhaupt gehen? Ja, also weit können sie gehen. Also ich glaube fast weiter wie wir. Sie sind ja ein Künstler in Ausdauer. Also ich sage mal, 6, 8 Stunden am Tag ist überhaupt kein Thema, wenn man zwischendurch auch Jausen macht. Und tragen, ja, es kommt darauf an, ob Stuten oder Hengste, aber man sagt so ungefähr auf jeder Seite 10 Kilo und das ist schon ganz schön viel, finde ich. Naja, und ich bin mir sicher, mit dir kann man auch mitgehen und mitpilgern. Wie schaut das eigentlich aus? Kann man da als Unerfahrener mitgehen? Du hast gesagt, Kinder können da mitgehen. Wie schaut das aus? Und was erwartet einen da, wenn man mit dir mitgeht? Erzähl mal was. Freilich können alle mitgehen und es erwartet einen immer ein kleines Abenteuer. Also so ein Kick von Überraschung ist immer dabei, weil wenn wir den Weg schon mal gegangen sind, glaubst du, nächstes Mal ist er genauso. Na, wirklich nicht. Die Natur ist anders und die Lamas sind anders und man selber ist auch anders drauf. Und ich möchte sagen, es ist einfach ein Erlebnis, was man sich eigentlich vorher nicht vorstellen kann. Man muss wirklich ausprobieren. Mei, wie oft waren schon Kinder da, die zuerst gesagt haben, nein, ist so fad, will ich nicht Mama wandern. Und sobald sie dann den Strick in der Hand haben, geht's. Und wenn man da umschaut, da geht nämlich der Benediktweg, was der von Spital, Windischgarsten, rüber nach Hinterstoder und dann immer weiter. Das ist zum Beispiel eine schöne Tagesetappe, was wo Familien mitgehen können. Wir gehen da am Benediktweg oder, wer lieber im Mühlviertel unterwegs ist, da machen wir einen Johannesweg. Das ist uns auch ganz wichtig, dass man nicht nur auf eine Gegend beschränkt ist. Und das geht ganz gut, weil die Tiere kann ja in Hänger wohin führen. Und da sind wir vorbereitet auf das nächste Abenteuer.